Jo, weiter geht's. Wir wollen die Nacht gut überstehen und ich experimentiere mal ein wenig mit den Sachen rum, die wir gerade aus den Gräbern geholt haben. Den Tentakel zum Beispiel kann ich nicht rösten. Oh, der Tentakel sieht echt aus wie der Tentakel aus dem Day of the Tentakel. Ja, so viel zu den Anspielungen. Wir können das mit nichts kombinieren. Können wir nicht als Hut tragen oder als Rüstung? Können es auch nicht in die Hand nehmen. Nö. Den Ball. Auch nicht. Oh, er hat Hunger. Ja, ess was. Eins, zwei, drei. Fast voll. Ganz fast voll. So. Die Amulette. Was zur Hölle? Achso. Ich dachte gerade, weil ich das Amulett angefasst habe, fliegen alle Vögel weg. Aber nein, es ist nur, weil jetzt richtig finstere Nacht wird. Also ich sollte mal ein wenig mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Wenig mehr Holz raufschmeißen. Also ja, Amulett können wir hinschmeißen. Wir können es nicht verbrennen. Nicht irgendwo tragen. Kann gut sein, dass es echt nur Fun-Items sind. Das heißt, wir hacken mal ein wenig Holz. Und wenn wir irgendwann mal ein richtig permanentes zweites Basislager haben, machen wir dann eine Kiste für Krimskrams, wie genau sowas. Wo wir halt nicht wissen, wofür es da ist. Und wir haben nur noch 5 Flint. Wir brauchen echt ein Gebiet, wo es Stein gibt. Sonst können wir bald keine Kaninchen mehr jagen und haben kein Essen und das ist nicht so gut. Was man mit diesen Fireflies machen kann, weiß ich auch noch nicht. Also es gab ein Rezept für den glühenden Kürbis. Aber vielleicht kann man mit den Fireflies direkt auch irgendwas machen. Also ich denke nicht, dass man sie essen kann. Aber vielleicht kann man sie irgendwie zähmen oder irgendwo hinlegen, dass sie so leuchten wie jetzt und eine Spur daraus legen. Müssen wir alles ausprobieren. Aber erstmal die Nacht überstehen. Wobei diese Insel hier anscheinend nicht so gefährlich ist wie die andere. Wir haben bisher jedenfalls noch keine Horden von Spinnen gesehen. Und was auch gut sein könnte, dass irgendwelche Geister in der Nacht spawnen, wenn man beim Friedhof übernachtet. Also da oder da hinten irgendwo. Also es ist echt gut, dass wir da weg sind. Die Stumpen holen wir noch raus. Zack. Sind wir schon vorbereitet für die nächste Nacht? Schon ein bisschen Vorplan. Wir haben noch genug Essen, aber es wird beständig weniger. Ich lasse mal diesen Ball and Cup hier und nehme dafür die Samen mit. Das ist mir irgendwie ein wenig sicherer. Und wir wollten weiter am Wasser lang. Also ja, wir haben noch genug Essen. Wir haben noch genug Holz für Lagerfeuer, auch noch genug Gras. Wir haben noch genug Flint für neue Werkzeuge. Also ich denke mal, ein, zwei Tage sind wir auf jeden Fall noch sicher. Auch wenn wir langsam sehr weit weg sind von unserer Kaninchenfarm. Das heißt, wir würden bestimmt schon mal einen Tag brauchen, um daran zurückzulaufen. Ja. Also wenn auf der nächsten Insel nicht irgendeine schnell zu erreichende Nahrungsquelle ist, dann sollten wir wieder zurücklaufen. Da ist schon mal Stein, den nehmen wir doch mal mit. So. Ting, 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 ting. Stein, was lassen wir dafür da? Nee. Die Tentakel. Gold. Was lassen wir dafür da? Die Samen essen wir mal. So. Und die nächste Insel. Okay. Pushen wir mal fix rüber. Was auch ganz nett wäre, wären irgendwelche Teleporter. Aber ich denke mal, sowas wird es hier nicht geben. Das wird auch nicht ganz so gut reinpassen. Oh, hier ist der Sumpf. Nee, das tue ich mir nicht an. Da gibt es zu viele Risikos. Risiken meine ich. Also das eine Tentakel hat uns ja gewone-hittet, obwohl wir nur ganz, ganz kurz stehen geblieben sind. Das ist nicht wirklich gut. Das heißt, wir gehen jetzt hier noch einmal rum. In der Hoffnung, dass es vielleicht noch eine weitere Brücke runter gibt. Es muss ja nicht immer so sein, dass eine Insel nach der nächsten kommt. Kann ja auch irgendwo Abzweigung geben.
was ich ganz schick finde, denn momentan ist es so ein wenig gelenkt. Also eine Insel ruhig und dann die nächste Insel nicht ganz ruhig und sowas mag ich eigentlich nicht. Da fand ich die Welten, die ich zwischendurch mal kurz angespielt hatte, wesentlich interessanter. Das schien so eine richtige Zusammenmischung aus mehreren Inseln zu sein. Und ich hatte auch kein Wasser gefunden. Okay, ich habe auch nicht besonders lange überlebt. Aber da war es dann halt so, dass es ein Gebiet gab, das tierisch viele Steine hatte und direkt daneben war ein Sumpf und direkt daneben war ein Wald und ja, alles nicht so krass unterteilt wie hier. So, einmal rum. Na gut, dann zurück Richtung, erstmal Richtung zweite Insel, um in der Mitte zu gucken, ob da die Schweine sind. Und dann zurück zu den Kaninchen, wenn wir das noch schaffen. Stöckchen nehme ich auch mal mit. So, das Grab lassen wir in Ruhe. Vielleicht gibt es hier ganz selten mal in den Gräbern auch was richtig Nützliches. Aber da haben wir nicht so wirklich die Zeit momentan für. Das können wir später mal machen. Oh, zwei Wege, die fast parallel zueinander laufen. Führt ihr zu den Schweinen oder irgendwo anders hin? Okay, sie kreuzen sich einmal und führen dann wieder irgendwo. Nee, da ist eine Sackgasse. Gleich sind wir dann mit. Ah, sehr schön. Das sind diese Jagdviecher, die ich meinte. Genau, dich werden wir nicht anklicken. Wir nehmen einen Spaten in der Hand. Oh, mit dem Spaten können wir auch angreifen. Ja, stimmt, das ist auch so eine Soldatengeschichte, die ich nicht wieder vergessen werde. Spaten sind nicht nur zum Graben da. Und so. Aber das nehmen wir mal alles mit. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt anfangen, eine richtige Farm zu bauen. Die war hier. Farmplot braucht 8 Dünger. Was kriegen wir noch zusammen, oder? Und die Farm sollte dann sinnigerweise auch gleich hier neben den Yaks aufbauen, damit wir immer wieder neuen Dünger bekommen. So, also, wo stellen wir euch mal hin? Machen wir einfach mal hier so. Und da. Dum, 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 dum. Ich sollte ein paar Pflanzen pflanzen. Ja, das macht Sinn. Nur haben wir leider keine Samen. Da war ein Vogel. Lässt du mir Samen da? Nö. Na gut, wir sollten uns auf die Nacht vorbereiten. Wir haben schon mal den Farmplot, den wir dann nach und nach bestücken können. Da sind Samen. Pflanzen. Ah, da ist ein Crop. Es wächst sehr, sehr langsam. Nee. Lagerfeuer. Schmeißen wir mal 1, 2, 3, 4, 5 Holz drauf und sammeln unterwegs noch ein wenig Dünger, solange das Licht reicht. Oh, kein Platz mehr. Sapling. Dahin. Oh, oh. Was brennt da gerade? Der Dünger. Okay. Können wir noch mehr Samen da reintun? Nee, können wir nicht. Ah, ärgerlich. Dann müssen wir davon sehr, sehr viele bauen. Okay. Also, hier wird definitiv unser Basislager Nummer 2. Das heißt, wir sollten es auch so weit herrichten. Der Baum da muss weg. Der Baum da muss weg. So. Dann bauen wir hier am Rand des Lichts unsere neue Baumfarm. So, 5 Stück reichen hier erstmal und dann noch da unten 5 Stück. Ja, da kommst du nicht hin. Und dann noch hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 2 Sechser rein. So, essen sollte ja auch was. 1.
Irgendwie braucht er jetzt länger zum Essen. Komisch. Und passt voll. Sehr schön. Dich nehmen wir mit. Und fackeln diesmal nicht ab. So. Was brauchen wir noch in unserem Basislager Nummer 2? Noch mehr davon. Oh. Wie können wir das da wegmachen? So. Okay. Ja, also da kommen unsere ganzen Farmplots hin. Hier kommt unser Holz hin. Die Grasbüschel sollten wir nochmal anpflanzen. Sagen wir mal da. So, dafür brauchen wir noch unbedingt mehr. Und dann machen wir hier unten unsere Beerensträucher. 1, 2, 3. Und die versuche ich auch gleich mal zu düngen. Ja, Fertilized ist düngen. Schwupp. Schwupp. Und die werden jetzt wohl in den nächsten Tagen irgendwann Beeren geben. Ah, schöne Sache. Also ich würde echt gerne Mauern bauen. Aber abgesehen davon läuft es echt gut. Das schmeißen wir mal auf den Boden. Genau wie diesen komischen Knoten, den wir nicht verbrennen können. Und jetzt sammeln wir mehr Dünger. Ich hoffe einfach mal, dass sie jede Nacht gut davon was produzieren. Ja, dem scheint so zu sein. Sehr schön. Unser Bart ist langsam ziemlich stattlich. Also sollten wir vielleicht doch mal den Rasierer erforschen. Was wir immer noch nicht haben, ist Stein. Also jedenfalls nicht genug. Das finde ich ein wenig ärgerlich. Denn wir müssen jetzt jede Nacht dieses einfache Lagerfeuer aufstellen. Und da waren gerade Kaninchen. Oh, schön. Die gibt es hier also auch. Du kommst mit. Du musst zu unserer Farm. Du auch. So, wir haben gleich genug für den nächsten Farmplot. Samen haben wir auch. Ja, ja. Sehr schön soweit. So lange, bis die nächste Überraschung kommt. Wir hätten gerne einen Farmplot. Man kann die wohl überlappen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Bauen wir mal daneben. So. Kann man aber noch was anderes reintun? Ein Stock? Nö. Grasbüschel? Nö. Na gut, dann halt Samen. Kann man euch noch extra düngen? Nee. Oh, doch, da. Fertilize. Zack. Es wächst so langsam. Ja, es wächst echt tierisch langsam. Probieren wir gleich nochmal zu düngen. Vielleicht wachsen die auch gar nicht von selber. Man muss alles mit Dünger machen. Das wäre aber recht unprofitabel. So, was machst du in unserem Basislager? Geh weg da. Schieb, schieb. Also der Hut ist schon mal nicht da, um die Kühe zu treiben. Die beeindrucken, sind davon nicht sonderlich beeindruckt. Na gut, dann können wir dich wieder düngen. Ja, können wir. Und es ist wieder gewachsen. Wir können dich nochmal düngen. Das ist jetzt komisch. Also wir düngen jetzt den rechten immer schön von Hand und gucken, ob der linke überhaupt mal wächst. Einfach so als Testgruppe. Der scheint fast fertig zu werden. Das sieht fast aus wie Kohl.